Hallo meine Lieben, und zwar wollte ich heute mein erstes richtiges Video abdrehen und ich würde sagen, wir fangen auch gleich mal an. Wie ihr bestimmt im Titel gelesen habt, geht es um meine Favoriten, nicht nur um die Monatsfavoriten, sondern so um, ja, All-Time-Favorites in Kategorien wie Beauty, Lifestyle. Ich fange einfach mal an. Wir fangen mit Beauty an und als erstes zeige ich euch einer meiner Long-Time-Favorites. Das ist ein Puder von Manhattan. So sieht man es, glaube ich. Ich habe das in der Farbe 0 transparent und das ist dieses Soft Compact Powder, dieses ganz normale. Das müsste um die 2-3 Euro kosten. Und zwar haben wir das bestimmt schon 5-6 Mal nachgekauft. Hier, das ist ein durchsichtiges Puder, verleiht aber trotzdem so ein, ja, nicht so ein cakey Face, sondern macht ein schönes Gesicht. Deswegen benutze ich das in der, vor allem für meinen Concealer zu setzen. Ist das perfekt. Dann mache ich weiter mit zwei Concealern. Und zwar ist das einer von NYX und einer von Essence. Der von NYX, das ist einer von diesen HD-Concealern. Die Farbe kommt ganz falsch rüber in der Kamera. Es ist ein ganz, ganz helles Lila, so ein, ja, Fliederton, ganz heller. Und zwar ist das die Farbe CW11. Das ist, um blaue Augenringe abzudecken. Und zwar habe ich sehr blaue Augenringe. Und wenn ich mit denen drunter gehe, highlight ist es den Bereich. Ich kann euch das gerade mal zeigen. Ich hoffe, die Farbe kommt jetzt mehr rüber als in der Flasche. Hier. Das ist so ein ganz, ganz helles Lila. Und es highlightet halt wirklich so den Bereich unterm Auge. Und dafür ist der perfekt. Dann habe ich den von Essence. Das ist dieser neue. Der Get Picture Ready Concealer. In der Farbe 10 Ivory, das ist der hellste. Der hat hier vorne so ein Schwämmchen, womit man das Produkt auch tragen kann. Ich mache mir immer ein bisschen, also ich tupfe den hier mit so drauf und blende dann aber mit dem Beauty Blender, weil ich diesen Schwamm irgendwie komisch finde. Ja, den gebe ich meistens über den drüber. Ich habe auch einen anderen noch von NYX, einen, diesen hellsten, also den normalen. Finde ich aber nicht so gut wie den von Essence, weil ich den von Essence, der passt mehr zu meinem Haut. So, als nächstes habe ich noch was von NYX. Das ist die Contour und Highlighting Palette. Die kennt wahrscheinlich auch mittlerweile jeder. Das sind hier diese 8 Töne. Oben 4 zum Highlighten und ein 4 für die Kontur. Obwohl oben nur 2 schimmernde sind. Ein, hier das, ein gelbstichiger Highlighter und ein rosastichiger. Das sind eher so zum Ausgleichen. 2 Töne, das ist eher wie Puder, also nicht glänzend. Und ich benutze hier aber meistens nur den Ton und den rosastichigen Highlighter. Den kann ich euch auch gerade mal swatchen. Hier. Aber wie gesagt, ich denke, die meisten kennen die Töne, deswegen gehe ich da jetzt nicht genauer drauf ein. Jetzt kommen wir zu einer Lidschattenpalette. Das ist nur die Außenverpackung, das ist von Sleek, die ID Wine, so heißen die, glaube ich, alle, in New Day. Das sind schimmernde Töne, aber auch matte Töne dabei. Das sind diese Töne, das sind hier zum Beispiel ist ein eher Rose Goldener dabei oder hier sind 2 Goldtöne. Es sind aber auch matte Brauntöne dabei, also auch so für ein ganz normales Alltags-Make-up ist was dabei. Ich habe mir die geholt, weil die eben nicht nur matte Töne hat, weil nur matte Brauntöne, das gibt es ja eigentlich. Ich habe jetzt noch 2 Pflegeprodukte und dann war es das auch schon mit Beauty. Ich fange an mit dem Garnier Skin Active Hautklar tägliches Anti-Pickel-Waschgel. Sieht so aus, dass diese Reihe Skin Active, die blaue, wo es auch Micellenwasser davon gibt und wo in der Werbung immer das, diese Maske ist. Und ich habe mir das Waschgel, weil ich im Moment ziemlich viele Pickel gerade im Kinnbereich habe. Und ich dachte, weil das mit Salicylsäure und Zink ist, so riecht es auch, ist das ziemlich gut. Ich habe das jetzt seit 2 Wochen, benutze es eigentlich jeden Tag. Und gebe das aber nur, massiert es nur auf die Stellen ein, wo ich halt mehr Pickel habe, weil es schon ziemlich reizt die Haut. Also man merkt es direkt, die Haut spannt auch dann. Und es reizt die Haut, aber an sich ist es sehr gut. Und ich habe noch was von Garnier und zwar ist mit Zellenwasser, aber eben nicht das aus der blauen Reihe, das habe ich auch drüben stehen im Bad, sondern das neue Micellenreinigungswasser Waterproof mit Öl.
Und zwar ist das oben so eine Ölschicht, das hat sich jetzt gerade ein bisschen gemixt, das ohne Ölschicht und unten ein ganz normales Micellenwasser. Und das schüttelt man eben, gibt es am Wattepad, dann entfernt das wasserfestes Make-up. Und das andere Micellenwasser, was ich hatte davor das grüne, jetzt habe ich dieses aus der Skin Active Reihe. Das entfernt halt kein wasserfestes Make-up oder ist sehr mühsam und hinterlässt dann auch bei mir jedenfalls so einen klebrigen Film auf der Haut, deswegen wollte ich das ausprobieren. Und ich finde es bis jetzt sehr gut, ihr seht, ich habe es noch nicht oft benutzt. Aber ich bin bis jetzt sehr zufrieden damit. Ich würde sagen, wir machen wir weiter mit Lifestyle. Und ich fange auch gleich an, und zwar mit Schuhen, die ich den Monat ganz, ganz viel getragen habe, weil ich die neu habe. Und zwar sind das Timberlands. Das sind nicht die ganz originalen, aber schon fast auch diese Standard. Timberlands, das sind die dunkelbraunen. Ich habe Größe 37. Ich habe die mir zum Geburtstag gekauft. Die haben 140 Euro gekostet. Ich bin sehr zufrieden, weil die halten super warm. Ich meine, es sind Timberlands, die meisten kennen wahrscheinlich Timberlands. Und ich finde, die passen halt auch einfach zu ganz vielen Outfits. Ich wollte erst die dunkelroten, aber ich finde, die braunen kann man einfach besser kombinieren. Deswegen habe ich mir die geholt. Dann den Monat habe ich auch ein neues Buch für mich entdeckt. Also es ist nicht neu, weil ich das davor, das habe das erste schon gelesen und das zweite. Und das ist jetzt das dritte aus der Reihe. Das ist von Ethan Cross, Ich bin der Schmerz. Da geht es um einen Serienmörder, also im dritten Teil geht es jetzt um den Vater von dem Serienmörder und um einen Sohn, der eben Ermittler ist und der seinen Vater dann sozusagen auch spürt. Es klingt sehr blutrünstig, auch der Klappentext ist sehr blutrünstig, weil es wirklich genau beschrieben wird, wie er grausam seine Leichen tötet und foltert, aber ich bin absoluter Fan von den Büchern, weil man direkt in die Rolle reinkommt, die Rolle von diesem Markus. Markus ist der Hauptermittler, der Sohn von dem Serienmörder. Und man ist direkt in der Geschichte gebunden. Ich habe den zweiten Teil auch damals in der Berufsschule noch fertig gelesen, weil es so spannend war, der Schluss. Und habe mir direkt den dritten am Bahnhof dann noch geholt. Den vierten habe ich hier auch schon stehen, der ist dann als nächstes dran. So, ich würde sagen, wir machen weiter mit Düften und Kerzen. Da habe ich auch gleich drei Produkte. Und zwar habe ich hier einmal eine Kerze von Ikea. Ich denke, die meisten kennen die Duftkerzen von Ikea. Das ist die Erdbeerkerze. Und ich liebe die Erdbeerkerze. Ich habe die hier, glaube ich, noch fünfmal stehen und eine Packung Teelichter. Mein Freund verflucht mich schon immer dafür, weil er den Geruch nicht mehr riechen kann. Aber ich liebe den Geruch. Ich bin so süchtig danach. Ich habe mir die auch bestimmt, also die großen kaufe ich mir immer. Und ich nehme die eigentlich auch immer mit, wenn ich im Ikea bin. Und ich bin oft im Ikea. Und das ist auf jeden Fall auch so ein All-Time-Favorite für mich, weil es riecht so gut und es spendet auch einen schönen Duft. Also es ist nicht so permanent, wenn man das anmacht, die Kerze, dass der ganze Raum richtig so krass nach dem Geruch riecht, sondern es ist so schön, riecht es. Ich habe noch etwas mit Duft, und zwar haben wir uns das im DM gekauft, also besser gesagt, mein Freund hat es gekauft. Das ist von Airwick, dieses Duftwachsgerät. Das ist, ich weiß nicht, ob man es sieht. Ach, es glänzt so. Das ist so eine Heizplatte, da oben ist so eine Schale drauf und da kommen so Wachsstäbchen rein. Das Ganze läuft elektronisch. Und das ist jetzt mit Feuerholz, Orangenschale, Zimt der Geruch. Also total weihnachtlich und es riecht so gut. Man macht die Lampe an, das Öl schmilzt und der ganze Raum riecht danach und es riecht so gut. Also es sind auch drei von diesen Stäben enthalten und die kann man auch nachkaufen. Und das kann ich euch absolut empfehlen. Es riecht so gut und ich meine, selbst wenn mein Freund sagt, es riecht gut, dann muss es gut riechen, weil er mag das eigentlich gar nicht, so künstliche Düfte und sowas. Das kostet nur 10 Euro mit der Lampe und es riecht wirklich super schön nach Weihnachten. Da ist man richtig eingestimmt auf die Feiertage. Und ich habe gerade gesehen, ich habe noch was an Düften. Das sind auch nochmal Duftkerzen. Ihr merkt, ich liebe Duftkerzen. Ich habe hier das ganze Wohnzimmer voll mit Duftkerzen stehen. Das ist von Paioma. Das sind Granatapfel-Teelichter. Und die riechen auch so gut. Ich weiß nicht, ob ihr die Marke kennt. Ich kenne sie auch nicht. Ich habe sie von meiner Schwester geschenkt bekommen. Aber die riechen auf jeden Fall super. Und die werde ich bestimmt nach den Erdbeer-Teelichtern mal reinmachen, meine Kerzen. Jetzt habe ich noch drei, vier Sachen. Und ich würde sagen, wir machen weiter mit Spielen, also Konsolenspielen. Ich und mein Freund haben uns zusammen zu Weihnachten, auch wenn doch kein Weihnachten ist, aber es war gerade, es war so eine Aktion, haben uns
eine Wii U gekauft. Das ist jetzt nur das Gamepad davon, weil die Wii U natürlich neben dem Fernseher steht. Die kann ich jetzt nicht holen. Und die haben wir uns sozusagen zusammen zu Weihnachten geschenkt. Also wir schenken uns dann nichts mehr zu Weihnachten, weil wir uns die halt beide geschenkt haben, weil wir beide die Hälfte gezahlt haben. Und wir sind beide nur noch am Zocken abends. Also wir haben die Wii U mit Mario Maker und das ist auch, das macht so Spaß, das Spiel. Aber ich habe noch ein anderes Spiel dafür und das ist auch in meinen Favoriten drin. Und zwar ist das Just Dance 2016. Ich hatte schon für die alte Wii, die ich aber noch bei meinen Eltern stehen habe, also bei meiner Schwester, habe ich schon Just Dance gehabt, aber halt die alten Just Dance. Und jetzt haben wir uns das 2016er geholt, als Ex holen wir uns das 2017er, nur das war noch zu teuer, also brauchen wir noch nicht so viel Geld ausgeben. Und es macht so Spaß. Also man ist danach zwar nass geschwitzt und ausgepowert, aber es macht einfach so Spaß, das Spiel. Man kann das Gamepad auch vorne hinstellen, sich dabei filmen und das, die Wii macht dann einfach so einen Remix daraus. Und es ist so witzig anzugucken. Also kann ich auch absolut empfehlen, die Just Dance Spiele für die Wii U, wer eine Wii U zu Hause hat. So, ich habe noch zwei Sachen und zwar einmal etwas, das kam gestern mit der Post. Sieht ziemlich unscheinbar aus. Das hat sich mein Freund bestellt, ist auch für meinen Freund, ich helfe ihm damit nur. Und zwar ist das eine Haarschneidemaschine, weil seine Haare wachsen so schnell nach und dann können wir das einfach schnell selbst nachschneiden, ist einfach billiger. Die ist jetzt von Remington, ich weiß nicht, ob die eine genaue Bezeichnung hat und ich weiß auch nicht, ob Remington, ob man das so ausspricht, aber ich denke schon. Und die hat, glaube ich, um die 30, 40 Euro auf Amazon gekostet. Ich verlinke euch alles in der Infobox. Die kann man hier einstellen, wie lang es die Haare abschneiden soll. Also ganz präzise nochmal. Ich glaube, das ist wirklich Millimeter für Millimeter bis 4 Millimeter. Und dann gibt es hier in der Box 1000 Aufsätze. Und da war auch noch dabei diese Haarschneideschere. Ich denke, die wird jetzt nicht allzu tolle Qualität haben, aber für so über den Ohren oder so zu schneiden, ist die, denke ich, super. Sind auch noch Haarklammern dabei, um die Haare abzuteilen, Bürsten und das ganz sauber zu machen und das Ladekabel. Und wir haben es gestern schon ausprobiert und für den Preis ist das wirklich super. Also es schneidet super gut, macht auch die Konturen hinten schön. Auf jeden Fall zu empfehlen für Jungs, deren Haare schnell wachsen. Und dann kommen wir schon zum letzten Produkt und zwar etwas an Essen. Und zwar habe ich den Monat etwas für mich entdeckt. Ich habe die ganze Zeit, wir gehen wirklich oft ins Kino, habe ich nur Popcorn gegessen. Und dann hat mein Freund einmal gesagt, Anna, du probierst jetzt die Nachos mit Käsedip. Anna hat es probiert und Anna hat sich verliebt. Und zwar habe ich Nachos mit Käsedip für den Monat für mich entdeckt. Ich bin so süchtig, vor allem nach dem Dip. Und jetzt habe ich hier einfach nur so einen Käsedip, der ist jetzt von Fuego, den haben wir, glaube ich, aus dem Rewe oder so gekauft. Der ist zwar nicht so lecker wie der im Kino, aber ist auf jeden Fall eine gute Alternative. Dazu kommen immer die Chips, die habe ich mir gerade nicht da. Nur den Dip da, weil ich den von meiner Mama jetzt zum Nikolaus bekommen habe. Und ich bin so süchtig danach. Und noch was an Essenssachen, das habe ich nur gerade nicht da. Das habe ich nämlich gestern schon leer gegessen. Von Ben & Jerry's das Zimtschneckeneis. Also wenn es was Geiles gibt, dann sind es Zimtschnecken und Zimtschneckeneis. Die Kombi ist einfach so geil. Man kann zwar nicht viel davon essen, weil mir wurde dann echt schlecht, aber es schmeckt so lecker. Das kann ich euch auch auf jeden Fall empfehlen. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Ansonsten schreibt mir gerne in die Kommentare, was ich noch so für Videos machen kann. Tschüss!